Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dealers Life 2. So, dann gehen wir noch mal in den Laden und schauen wir mal, was da los ist. Naja, schauen wir mal, was da los ist. Was haben wir denn so noch im Repertoire? Alter Sessel hergestellt, 1721. Muss man kurz ein bisschen leiser machen, weil sonst dröhnt mir hier die ganze musikalische Angelegenheit auf die Ohren hier. okay, Moment. Was haben wir hier? Sessel. Skateboard. Okay, da haben wir keine Schätzung, aber da brauchen wir auch keine. Moment, war hier irgendwas in Arbeit? Ja, das war in Arbeit, genau. So, das ist Pfand, okay. Moment, habe ich hier eine Schätzung? Ja, habe ich. Aber ist im schrecklichen Zustand. Aber der Restaurator ist noch einen Tag in Arbeit. Und bevor ich es vergesse, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, ist ein bisschen länger her, da habe ich eine Bindehautentzündung gehabt und jetzt sieht mein Auge schon ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme erkennen kann, aber ist mir eigentlich sowas von wurscht. Naja, ich mache jetzt auf jeden Fall wieder die Facecam an. Moin Moin, da bin ich wieder. Ja. So, dann schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal in den Laden vorbei. Ey, man nennt mich Karl Gonzales. Okay, Karl, was hast du denn da mitgebracht? Moment, machen wir mal kurz hier. Bringt die Beleuchtung irgendwas? Nicht gerade viel, ne? Aber naja, stört mich nicht. So, ich glaube, ich bin auf der Aufnahme doch ein bisschen scheiße zu sehen, deswegen mache ich nochmal meine blöde Fernbedienung. Komm, mach mal das Ding da oben an. Ja, ist doch ein bisschen besser. Ist doch einen ganz kleinen Tick besser. So. mittelalterliches Schwert, hergestellt 1038, sagen wir mal so. episch, guter Zustand, 106.000. Okay. Schauen wir doch erstmal durch, was die Leute so mitgebracht haben. Kanone aus der Renaissance, hergestellt 1594, wird mit dem Britischen Reich in Verbindung gebracht. So, legendär, guter Zustand, keine Schätzung. Okay, das merken wir uns mal. Da können wir nämlich den Experten einspannen. Alte mit Juwelen besetzte Brosche, hergestellt 1666, episch guter, sehr guter Zustand. Auch wieder keine Schätzung, müssen wir uns auch merken. So, was haben wir denn hier? Ein Rennmotorrad, hergestellt 2007. Wird mit dem Bronzezeitalter der Sammlerstücke in Verbindung gebracht. Gehörte Luciano Parotti, okay. Mythisch, sehr guter Zustand, auch wieder keine Schätzung. Na toll, ich habe nur zwei Expertenmeinungen, die ich einholen kann. Okay, goldene Pistole, hergestellt 2011. Okay, da haben wir eine Schätzung, selten guter Zustand. Na gut, dann würde ich sagen, zwei Dinge. Moment, wie viele Kunden habe ich denn hier heute? Schade, dass die Anzahl nicht irgendwo eingebaut haben, die Creator von dem Game. Dass man wenigstens sehen kann, wie viel Leute da im Laden sind. Naja, ist ja wurscht. So, schauen wir doch mal durch hier. Perry Hotter Figur, hergestellt 2011, wird mit dem Bronzezeitalter der Sammlerstücke in Verbindung gebracht. Selten guter Zustand. Okay, da haben wir auch eine Schätzung. So, okay, das war der erste Kunde. Ich schätze mal, wir haben ungefähr 5 oder 6 Kunden im Laden. Schauen wir doch erstmal durch hier. Karl Gonzales. Bringt auf jeden Fall Geiz mit. Gut. Dann lass mal sehen, was wir da machen können. Ja, haben wir schon gesehen. Ja, ja. Er sagt, wie viel soll es kosten? 106.000 ist meine Schätzung. Oder, ja, Experte habe ich natürlich nicht eingespannt. Also ist das meine Schätzung. Ich sag dann aber, wie wär's mit 75.000? Bist du bescheuert? 182.000. Du kannst nach Hause gehen, Kollege. Du kannst nach Hause gehen, Alter. Boah, 184.000 wollte er dafür haben, ey. Ist er bekloppt? Der hat doch den Arsch offen, ey. Dem sollte man das Maul zunehmen.
Hey, was läuft? Man nennt mich HM Sepulveda. Okay, HM. Die Rakete wollte ich schon sagen. Die Kanone natürlich. Gut, da haben wir natürlich keine Schätzung gehabt. Deswegen hätte ich jetzt gerne mal den Experten dazu. Und der hat natürlich wieder keinen Anhaltspunkt. So eine Scheiße. ja. Sollen wir handeln oder sollen wir nicht handeln? Das ist hier die Frage, ne? Handeln oder nicht handeln? Das ist hier die Frage. Okay. 250.000 Orken will er haben. Ich weiß nicht. Wie wär's mit 150.000? Ups, nein! Oh, 150 wollte ich sagen, nicht 15.000. Bin eine Null vergessen. Beziehungsweise manchmal eine Null zu viel, ne? Bist du bescheuert? 245.000! Alter, hast du den... Was hast du zu Frühstück gehabt? Hundescheiße, oder was? Hundescheiße auf Toast? Hat bestimmt geschmeckt, ne? Also mit ein paar bunten Streuseln oder so, ne? Wer weiß das schon. okay. 245 sagt er jetzt. Okay, ich sag einfach mal 175.000. Was sagt der? 235.000. Letztes Angebot. Schwierig, schwierig, ey. Ich könnte es mir leisten. Ich habe 8,5 Millionen mittlerweile, ne? Ein Schlückchen zum Nachdenken. Brüsterchen. So. 235.000. Scheint ein bisschen viel zu sein, ne? Aber wenn sie das wirklich wert sein sollte... Nimm wir einfach mal an. Yeah. Nimm einfach mal an, die ist im guten Zustand und wir können auf jeden Fall mindestens das Doppelte rausschlagen, wenn wir Glück haben. Okay, Annabella Can. Annabella Can hat eine Brosche mitgebracht. Oder eine, ja doch, eine Brosche. Mit Juwelen besetzte Brosche. So, wie ist denn die Werteste drauf hier? Sie scheint auf jeden Fall auch Geiz mitgebracht zu haben. Bei den anderen Dingen habe ich natürlich wieder keinen blassen Dunst. Gut, warte mal, wie viele Plätze habe ich überhaupt noch frei? Okay, ich habe noch 7 Plätze frei. Ich denke, 45.000 sollte passen, sagt sie. Kirchen. Ach ja, übrigens, ich habe heute meine neue Maus bekommen. Meine letzte Maus, die hatte irgendwie Probleme mit der linken Maustaste. Da ist, glaube ich, die ist schon ein bisschen zu alt gewesen. Also ist zwar dieselbe, die ich jetzt habe, aber eine andere Version. Also quasi dieselbe, nur hat die halt jetzt bunte Lichter. Ich meine, die andere hatte auch blinkendes Licht, aber das war halt eine Standardversion. Und ich habe jetzt die, wie heißt die, Razer DeathAdder Chroma Pro. Die habe ich mir gestern gekauft und heute Morgen ist sie angekommen. Und das ist richtig geil, Leute. Also die Maus, die ist richtig Bombe. Und liegt genauso in der Hand wie die letzte auch. Also hat genau dieselbe Form. So, bevor ich mich hier festquatsche. 45.000. Keine Schätzung. Ach, scheiße, ich hätte eine Expertenmeinung einholen sollen. Mist. Gut, aber bei dem Motorrad, soweit ich mich erinnere, gab es auch keine Schätzung. Und ich werde jetzt hier mal sagen, wie wäre es mit 30.000? 41,5 sagt sie. Nö, wie wäre es mit 31,25? 39,5, Alter. Puh, Alter. Ein bisschen viel, ne? Aber ist im sehr guten Zustand und es ist episch. Können wir machen. Können wir machen. Komm, wir können uns das leisten, Leute. So. Die hat das Motorrad, genau. Veronica Coben oder so. Oder Choben oder keine Ahnung, wie das mit dem komischen Zeichen da unten ausgesprochen wird. Ich denke mal, das ist irgendwie wieder so ein türkischer Buchstabe, ne? Aus dem türkischen Bereich auf jeden Fall. Ich will hier keinen beleidigen, ne? Aber es ist halt so, ne? Wie ich das so kenne. Ne?
könnte irgendwie vielleicht irgendwie auch so sein, dass es vielleicht stumm ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. So, ich habe natürlich wieder keinen Anhaltspunkt hier. Tolle Scheiße. Okay, mythisch, sehr guter Zustand. Expertenmeinung bitte. 5,9 Millionen Euronen, Alter. Und er glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Wow, Alter. Boah. Okay, einfach aus Neugier. Ich versuch's einfach mal aus Neugier. Sie sagt wie viel? Ich sag nicht mehr als 1 Million. 690, ich wollte schon sagen. 6,9 Millionen will sie haben. 1 Million mehr als die Schätzung. Ja, scheint natürlich wieder eine zu sein, die überbewertet. Tolle. Toll. Echt toll. Da muss ich leider ablehnen, tut mir leid. Ich hätte es gern gehabt, aber es geht leider nicht. Also da verliere ich auf jeden Fall einiges an Kohle. Und ich will mir auf jeden Fall noch ein paar Fähigkeiten anleiern und die Bude hier noch ausbauen. Ne? Und mir auch ein paar, ein paar private Klamotten leisten. Ne? So wie ein neues Haus, Gefährt, ne? Womit ich hier hinkomme und so. Gibt ja einiges, ne? Hier zum Beispiel. Ne? Also ich habe jetzt mittlerweile das Auto. Ich habe diese Behausung da hinten, diesen komischen Erdhaufen da mit einer Tür. Ich habe auf jeden Fall ein tolles Hintergrundbild mit ein paar Küchen und ein Lämpchen und ein paar Bäumchen, ein paar Pilzchen und so, ne, hier Schmetterlingchen und so ein Scheiß. Aber das werde ich später mal ausbauen. Aber ich will jetzt noch nicht so viel ausgeben. So, jetzt erstmal. So, Vin McConaughey oder so, McConaughey, wie bist du drauf? Scheint auf jeden Fall nicht sehr kompetent zu sein und auch nicht sehr geizig. Bei den anderen beiden natürlich wieder kein Anhaltspunkt, okay. Selten guter Zustand, goldene Pistole, okay. $2,350 will er haben, $2,500 soll es wert sein. Nö, mein Freund, ich gebe dir $1,750, ups. Sagt er? Okay, er denkt an er kann mein Angebot akzeptieren, so. Ja, ne? So, AC Becker, oder EC Becker. Okay. EC Becker. Scheint auf jeden Fall kompetent zu sein und auf jeden Fall auch ein bisschen geizig. Harry Potter Figur, hergestellt 2011. Gefällt mir eigentlich, ne? Also so, ja, selten guter Zustand, 48.000. Was sagt sie denn dazu? Nimm mir erst einen Preis, okay. Gut, dann sag ich dir meinen Preis und ich sage einfach mal 30.000. 66.000, Alter, hat die denn? 66.000? Ernsthaft? Ernsthaft? Werteste. Die geht scheinbar gut, ne? Ich hoffe nicht zu gut. Aber anscheinend geht's ihr zu gut. 66.000, Alter, ist die bekloppt? Nee, komm. Hier, wie wär's mit 40.000? Bist du bescheuert? Hör mir zu. 64.000, Alter, geh nach Hause, ey. Ich hasse sowas. So, Auftrag ist erledigt. Restaurator Bernie hat gerade den Auftrag für alten Sessel beendet. Der neue Geschäftswert liegt bei 295.000. 103.000 plus, Alter. Geil. Geil. Nice, Fantico. komisches Wort. Ich weiß nicht, wie ich auf so eine bekloppten Wörter komme. Ja, mein zermartetes Hirn, das ist irgendwie schon so sowas von bekloppt durch die ganzen Streaming, durch die ganzen Streamer und YouTuber und alles, was ich mir so reinziehe. Egal. Erstmal zurückspulen, so. Wir haben die Pistole gekauft, wir haben das Ding gekauft und wir haben das Ding gekauft. Wir haben da keine Schätzung. Da haben wir auch keine Schätzung und hier haben wir eine, okay. Was wird mich das denn hier bei der Brosche kosten?
Experte David braucht 2 Tage für 1450. Machen wir. So, Restaurator. Können wir den irgendwo einsetzen? Da können wir den einsetzen. Da rein theoretisch auch, aber ich versuche das Skateboard einfach mal so loszuwerden. So, hier, der antike Tisch. Den lasse ich auf jeden Fall mal restaurieren. 193,5! Alter! Wow. 6 Tage braucht er dafür. Ja, komm, machen wir. Wenn wir da auf jeden Fall ein bisschen mehr rausschlagen können, ne, machen wir auf jeden Fall. Schade, keine Auktion hier verfügbar. Dann müssen wir leider wieder in den... ins Lädchen, ne? So. Mein Name ist Johnny Barksdale. Okay, was hat er denn da mitgebracht? Ich sehe schon, es ist eine Fälschung. Ein alter mit Juwelen besetzter Armreif, hergestellt 1720, für Kolonialisierung Amerikas in Verbindung gebracht. Gehörte George Heikel. Oder Heikel. Leider keine Schätzung und deswegen würde ich ungern Experten dazu holen, weil es eine Fälschung ist. Aber wir könnten rein theoretisch mal langsam anfangen. Ganz langsam, okay. Es ist schon vorgekommen, dass ich Fälschungen verkauft habe. Aber ich will langsam an die Sache herangehen, ne? Und deswegen holen wir uns doch eine Schätzung ein. Der Experte sagt hier 350.000. Ja, ich weiß, dass es eine Fälschung ist. Oder er glaubt, dass es eine Fälschung ist. Ich sehe es auf jeden Fall. Ich habe es natürlich gesehen. Aber 350.000 können wir uns einfach, ne, nicht entgehen lassen. Also die Schätzung auf jeden Fall. Vielleicht können wir ja ein bisschen mehr rausschlagen. Wer weiß das schon. Ich glaube, das ist eine Fälschung, sage ich jetzt einfach mal. Verdammt, ernsthaft, tut mir leid. Wie wäre es mit einem großzügigen Rabatt? Ja, lass doch mal verhandeln. Nimm mir zuerst deinen Preis. Ja, warum nennst du mir nicht zuerst deinen Preis, ey? Wenn du schon, ne, großzügigen Rabatt geben möchtest. Naja. Ich sag jetzt einfach mal 200.000, komm, 200.000. Hey, denkst du, ich bin mir dumm? Hör mal zu, wie wäre es mit 3.000, was? Der will genau die Schätzung? Sag mal, geht's dir gut? Du wolltest mir Rabatt geben, du Arsch! Mann, was ist das für ein Geizkragen? Okay. Ich komme dir entgegen. Ich komme dir entgegen, mein Freund. Ich sag, wie wär's mit genau 275.000. 335.000, Alter. 290 ist mein letztes Angebot. 330. Der Typ, der hat doch den... Komm, okay, 10.000 mehr. Wie wär's damit? Mein allerletztes Angebot. Nee, tut mir leid. Da kommen wir uns einfach nicht weit genug entgegen. So. Guten Morgen. Mein Name ist Kate Stone. Oder Katie Stone. Okay, Katie. Wie bist du drauf? Scheint auf jeden Fall Geiz mitgebracht zu haben. Bei den anderen drei Dingen wieder... gut. Was haben wir denn da? Mittelalterliche verzierte Axt hergestellt. 1041, also 1041. Wird mit dem Untergang der von Atlantis in Verbindung gebracht. Legendär, schlechter Zustand. Okay, 455.000. Aber wir haben ja eine Schätzung. Warum brauchen wir da den Experten, ne? Ja. 580! Alter, ist die bekloppt? Boah, die hat da den Hahn nicht gehört, oder?580? Du bist doch bescheuert, ey. Wär's mit 300.000? Jetzt bin ich mal wieder ein bisschen frechofant, Alter. Was? Was? Geh nach Hause, ey. Geh nach Hause und schlaf nochmal drüber. So, wen haben wir denn da? Leonard Scofield. Okay.
Scheint auf jeden Fall auch geizig zu sein. Und was hat er mitgebracht? Antikes Schwert, hergestellt 427. Wird mit deiner ersten Liebe in Verbindung gebracht, okay? Hallo, Katharina! Meine erste Liebe! Ja, das war dein Mal, ne? Das war dein Mal. Wir haben da keine Schätzung. Ich könnte rein theoretisch den Experten dazu holen, aber ich habe noch ein paar andere Kunden da. Warte mal. 1, 2, 3. Okay, 3 Kunden noch. Einer will was kaufen, die anderen beiden haben was zu verkaufen. Geizig scheint der Typ zu sein. Naja, lass doch mal verhandeln. Ich hole mir mal eine Expertenmeinung dazu. Leider meine letzte, aber naja. 275.000, glaub nicht, dass es eine Fälschung ist. Gut. Dann lass doch mal verhandeln. Was denkst du, wie viel es wert ist? Ja, was denke ich, wie viel es wert ist? Bestimmt nicht die Schätzung, oder? Denn ich will auf jeden Fall Kohle daran verdienen, mein Freund. Was sagen wir denn dazu? Was sagen wir denn dazu? Ich sag einfach mal 190.000. Oh. Hab 192.000 eingegeben. Irgendwie aus Versehen. Ich weiß auch nicht wie. Okay. Er sagt 350.000. Du, mein Freund, du willst zu viel dafür. Nee, 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 nee. Wie wär's mit 200.000? Lass mich nachdenken. Nein, danke, es ist Zeit zu gehen. Ja, gut, dann geh doch, hau rein. Verpiss dich. Hey, du, man nennt mich Veronica Bashia oder Bashia, was weiß ich. Veronica, scheint auch geizig zu sein. Sag mal, was ist heute los hier mit den Geizhälsen? Ist heute Geizhalsdach oder was? Was hat sie denn da mitgebracht? London Eye Souvenir, okay. Hergestellt 2010. Das zweitgrößte. Ne, das ist mittlerweile das zweitgrößte Riesenrad der Welt. Ne? In Dubai wird das größte gebaut. Oder wurde gebaut. Oder ist noch in Mache, keine Ahnung. Auf jeden Fall auf einer künstlich erschaffenen Insel in Dubai. In den Vereinigten Emiraten. Selten sehr guter Zustand. 28,5. Okay, ich habe leider keine Expertenmeinung mehr. Oh, mir juckt die ganze Zeit hier das Bärtchen. Also, was ich mir abrasiert habe vorhin. Oder besser gesagt, meine Oberlippe. Egal, draufgeschissen. So, nimm jetzt zuerst einen Preis hier. 28,5. 28,5, sagt sie. Ach nee, sagt sie nicht. Ist meine Expertenmeinung. Meine Meinung, besser gesagt. Oh, Leute. Was gebe ich denn da aus? Wie wär's mit 20? Komm, sagen wir mal 20. 34.000, Alter. Schon wieder eine, die überbewertet. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Mann. Mann, 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 ey. Wie wär's mit 22,5? 31.000, dein letztes Angebot. Ey, boah, kommt schon, Leute. Alter. Oh, komm, hau rein, ey. Ich hab keinen Bock heute auf den Scheiß. Ich will Geld verdienen, nichts ausgeben. Okay, ich könnte es mir leisten. Ich habe 8 Millionen. Was mecker ich denn, ey? Nennt mich Mario Collins. Okay, Mario. Okay, er scheint auch wieder so ein bisschen geizig zu sein. Was hat er denn da mitgebracht? Altes Schwert, hergestellt 1773. Wird mit der industriellen Revolution in Verbindung gebracht. Gehörte mit Sire. Okay, keine Expertenmeinung. Na toll. Ja, dann müssen wir es so versuchen. 74.000. Nee, mein Freund, wer weiß, ob du das überbewertest. Wie wär's mit 35.000? Sagt er. Ich glaube nicht, dass wir uns einig werden. Okay, ja gut, das war's dann. Bitteschön. Haben wir wieder 3 Käufe versemmelt. Naja. Ist ja halb so wild. Nee, da kommen immer wieder welche. Nee, da kommen immer wieder welche. So, ich bin Arnold Iron. Ich will dieses Objekt kaufen. Okay, der hat auf jeden Fall Fettkohle mitgebracht. Das gefällt mir. Der will den alten, antiken Sessel haben, oder was? Ne, antik ist er nicht, aber der ist alt.
295 ist die Schätzung. Okay. Aber erstmal gucken, wie der Typ drauf ist. Natürlich wieder. So. 560.000 bietet er mir an. Da sag ich doch nicht nein, Leute. 396,6, Alter. Auf mein Konto. Geilo. Das ist very nice. Das ist very nice. Lagerauktion sehe ich gerade hinter meiner Cam. Okay. Wie viele Plätze hätten wir denn frei? 6 Stück hätten wir frei. Warte mal kurz. Erstmal kurz schauen hier. Das Pfandstück ist noch einen Tag im Lager. Das ist noch 5 Tage beim Restaurator. Meine Fresse, ich hab's immer mit den beiden. Da ist der Experte noch dran. Da ist noch ein Tag. Okay. So, warte, wir machen noch einen Tag im Geschäft. Und in der nächsten Folge werde ich mal das... Ne, warte mal, wenn ich jetzt ins Geschäft gehe, dann ist das hier mit der Lagerauktion Geschichte, ne, oder? Acht auf geschissen ist er. Das kommt ja immer wieder, ne? Vielleicht haben wir Glück und können später was bei der Auktion verkaufen und nicht nur einkaufen, ne? So, hey du, man nennt mich Pamela Dennis oder so. Ich besitze etwas Wertvolles, ich möchte diesen Gegenstand verpfänden. Okay, schon wieder eine, die ihn Pfand haben möchte. Scheint auf jeden Fall ein bisschen kompetent zu sein und scheint auch Sachen zu überbewerten. Mein Gott, die Mucke, ne? Die ist hier am Dröhnen auf den Kopfhörern. Gut. Dann lass doch mal sehen. Okay, da haben wir ja schon gesehen, ne? Ich wollte mal kurz gucken. Okay. Expertenmeinung brauchen wir nicht unbedingt. Dann lass doch mal verhandeln. 23,5 brauchst du. Wie wär's mit 20.000? Ne, sind wir aber heute ein bisschen nicht so sehr frech, Phanto. 22,5. Na gut. Kauf dir was Schönes dafür. Noch ein Pfandstück. Wow, was haben wir denn da? Antiker kristallener Schädel. Hergestellt 802. Er gehörte... Ich wollte schon wieder Wirt sagen. Hier wird in Verbindung gebracht. Ja, natürlich. Das steht da auch. Gehörte Bruce Fay. Okay, Bruce Fay oder Fay. Mythisch, guter Zustand, keine Expertenmeinung, beziehungsweise keine Schätzung. Da holen wir uns doch eine Schätzung ein, natürlich. Kein Anhaltspunkt. Oh, toll, jetzt habe ich einen verballert. Scheiße. Natürlich wieder kein blassen Dunst, wie die Leute drauf sind. Ne? So, das finde ich total doof. Ich glaube, ich sollte mir mal ein paar Fähigkeiten dazu kaufen. So, 345.000. Wie wär's mit 275.000? Ich weiß nicht. Ich bin nicht ganz zufrieden, aber ich akzeptiere dein Angebot. Okay, hier, bitteschön. Kauf dir ein Lambo davon. Wird auch immer. So. Eleanor Scott. Eleanor Scott, wie bist du drauf? Ungeduldig, überbewerten, Geizhals und scheint auch sehr kompetent zu sein. Na gut. Antikes Buch, hergestellt 844, episch, schlechter Zustand, keine Schätzung. Aber ich habe nur noch einen Experten und ich habe noch 2 Kunden hinterher. Moment. Er will was kaufen und sie will was verkaufen. Okay. Da haben wir auf jeden Fall eine Schätzung, das ist gut. Dann machen wir doch bei ihr weiter und holen uns den Experten dazu. Der Experte schaut sich kurz den Gegenstand an und der, und sagt, dass er ziemlich sicher ist, dass der Wert bei 18.600 liegt und er glaubt nicht, dass es eine Fälschung ist. Bevor ich mich hier wieder verplapper und zu blöd bin zum Lesen, machen wir doch hier mal weiter. So, 18.600 sagt mein Experte. Ich sage mal... Ja, was sagen wir denn da? Wie wär's mit 15? Sagt sie. Ja gut, okay. Dann eben nicht, dann backt ihr doch ein Eis. So, was will denn der Wert her haben? Er will das alte Skateboard kaufen. Warte mal, wie viel ist das wert? 9.000 ungefähr. Natürlich.
drei Anhaltspunkte fehlen und er scheint Sachen zu überbewerten. Aber das Überbewerten gefällt mir am meisten von den vier Dingen. Was denkst du, wie viel es wert ist? Ja, was soll ich denn? Ja, ich bin einfach mal frech und fand und sag einfach mal 11.000. Nein, oh, nicht 100.000. Oh, nein, was gebe ich denn ein? Bin ich denn bescheuert? Oh, nicht wirklich fair. Ja, nee, ja, scheiße, eine Null zu viel geklickt. Ich wollte 11.000 klicken. Oh. Oh Gott, Leute, ich glaube, ich fress gleich mein Mikro. Beziehungsweise das Schaumstoffding hier. Oh. Na gut. Ja, ne, so ist es halt. Menschen machen Fehler. Hm. Okay. Ich bin Baron Mutlu. Okay, Baron. Oder Baron, keine Ahnung. Scheint auf jeden Fall ein bisschen geizig zu sein, aber nicht sehr. Und scheint auf jeden Fall Ungeduld mitgebracht zu haben. Also sie scheint auf jeden Fall ungeduldig zu sein. So. Alte Silbermedaille hergestellt. 1600. Wird mit dem großen Zombie-Attacke in Verbindung gebracht. Episch guter Zustand. 39.000, meiner Meinung nach. Wie hoch ist dein Preis? So. Da es jetzt die letzte Kundin für heute ist, werde ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, ne, danke fürs Zusehen und so, ne, Bewertung nicht vergessen. Wir sehen uns demnächst, schon mal vorab, und wir machen jetzt erstmal noch die letzte Kundin hier und ja. Ich sag jetzt einfach mal, wie wär's mit 28.000? Nimmst du es überhaupt ernst? 48,5? Boah, Alter, 48,5. Nee, das ist mir doch ein bisschen zu viel. Wie wär's mit 32.000? Ich weiß nicht. Nein, danke, das war's. Okay, ja gut, okay, eben dann nicht. Okay, unsere Wochenstatistik sagt, das Saldo betrifft plus 2.153.300. Nice, das finde ich auf jeden Fall eine richtig geile Summe. Und wie schon vorhin angekündigt und gesagt und wie auch immer, ne? Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns das nächste Mal. Aber ich sag jetzt noch hier, der Pfandschein ist abgelaufen, der Besitzer hat den Gegenstand nicht zurückgekauft. Okay, geil. Okay, Auftrag erledigt. Experte David hat gerade den Auftrag für alte Juwelen besetzte Brosche beendet. Es ist authentisch, der neu geschätzte Wert liegt bei 29.000. Nice, so Fantico. Okay, ich sehe hier gerade, wir können beim nächsten Mal was bei einer Auktion verkaufen. Ja, ne? Und ich sage dann mal... Ciao, mit Au, bis zum nächsten Mal.